Ich bin in Joes Büro eingebrochen und wurde fast erwischt. Und wie es mir dabei ergangen ist, das siehst du in diesem Video. Ja, mein Bruder war zu Besuch und wir haben beschlossen, in Joes Büro einzubrechen, weil dort etwas war, was dort nicht hingehörte. Und das wollten wir halt dann dementsprechend rausholen. Und ja, wir wurden fast erwischt, wir konnten aber noch rechtzeitig flüchten. Gott sei Dank. Natürlich war das Ganze nur ein Spiel. Und zwar ein Escape Room Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du wirst in einen Raum eingeschlossen mit Mitspielern und hast dort Hinweisen zu folgen. Du hast Rätsel zu lösen. Du musst kombinieren. Du musst Zahlenkombinationen in Schlösser eingeben. Und so kommen mehr und mehr Hinweise, die ermöglichen, diesen Escape Room in einer bestimmten Zeit, wir hatten 60 Minuten Zeit dafür, dementsprechend zu verlassen. Es war ein mega Spaß und natürlich war zu Anfang ziemlich Chaos. Wir wussten überhaupt nicht, was in diesem Raum war. Wir mussten uns orientieren. Wir waren zu viert und haben uns umgeschaut. Haben auch zu Anfang erstmal so ein paar falsche Fährten gehabt, die wir auch einfach schlecht kombiniert hatten. Aber dann funktionierte es. Und wir hatten eine Spielleiterin, die uns beobachtet hatte und hatte uns dann dementsprechend über einen Monitor dann Hinweise gegeben. Also die hat uns über Kameras beobachtet. Und ich fand es super spannend, weil es hat mich nämlich wieder an Führung, an Führungskräfte, ans Business, an Projektteams erinnert. Weil was wir hatten, war natürlich, die Spielleiterin hatte uns zu Anfang alles genau erklärt. Was war das Ziel? Was waren die Regeln? Was durftest du bewegen? Welche Zahlenkombinationen in welcher Reihenfolge dann eingegeben werden mussten, sodass wir bestens darauf vorbereitet waren. Im Raum hat das Team, waren wir vier, wo jeder so seine Stärken erkannt hat. Also der eine war gut in Kombinieren, der andere war gut mit den Zahlen, der andere kam auf coole Ideen, wo noch weitere Hinweise zu finden waren. Und so hat das Team funktioniert. Und wie gesagt, wenn wir auf der falschen Fährte waren oder nicht weiterkommen, hat die Spielleiterin uns Hinweise gegeben und es ging weiter, sodass wir gemeinsam ein Ziel erreichten, nämlich unter einer Stunde aus diesem Escape Room rauszukommen. Und natürlich auch mit so wenig wie möglich Hinweisen. Also war die Spielleiterin Teil unseres Teams. Und das fand ich mega gut. Die Führungskraft, die Managerin, der Manager im Unternehmen, der Unternehmer, die Unternehmerin ist Teil des Teams und sollte im besten Fall das Team beobachten und dementsprechend, wenn es in die falsche Richtung läuft, einfach Hinweise geben, helfen, damit das Team wieder weiterkommt. Und das fand ich mega spannend. Also, geh mal in einen Escape Room. Erstmal, es ist eine Menge Fun, es macht super viel Spaß und beobachte das Ganze mal so aus der Führungskraftperspektive, aus dem Thema Unternehmensführung und Teamführung, weil du kannst eine Menge mitnehmen und das auch in dein Business, in dein Team und in dein Unternehmen übertragen. Wir haben es natürlich geschafft. Wir sind unter der Zeit rausgekommen, mit ganz wenig Hinweisen. Wir sind 6 Minuten unter der Zeit rausgekommen, weil wir ja ein Team waren, die Stärken eingesetzt haben, gut kombiniert haben und auch dank der Spielleiterin, der Führungskraft, gute und zur richtigen Zeit die richtigen Hinweise bekommen haben. Und das hat eine Menge Spaß gemacht. Und zum Schluss haben wir natürlich das Ziel gefeiert. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Es ist genauso wie im Projekt. Du hast geschafft, die Kunden glücklich zu machen. Ihr habt das Projekt in Time und in Budget umgesetzt. Und dann gibt es natürlich was zu feiern. Und zwar alle zusammen, damit dann das nächste Projekt, das nächste Spiel, der nächste Escape Room wieder in Angriff genommen werden kann. In diesem Sinne, bleib weiter in Führung. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dieser Tipp oder dieser Impuls hat dir geholfen. In diesem Sinne, alles Gute, dein Michael.